Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal, hier auf Julex, schön, dass du eingeschaltet hast. In diesem Video geht es darum, was wir denn als nächstes DLC in GTA Online dazu bekommen könnten. Ich rede jetzt nicht von einem kleinen Auto oder sowas, das wir jetzt immer dienstags bekommen, sondern von einem neuen großen DLC, so wie Doomsday heißt, Smuggler's Run oder Gunrunning. Jetzt werden sich bestimmt viele fragen, wieso ich das Ganze denn jetzt schon mache und nicht erst, wenn irgendwie die ganzen Inhalte vom Doomsday Heist DLC veröffentlicht wurden. Die meisten von euch werden wissen, dass einfach die Files von GTA im Moment noch voll sind mit neuen Fahrzeugen, welche wir noch bekommen werden im Zuge des Doomsday Heist DLCs. Also Rockstar hat noch nicht alles veröffentlicht, ist noch einiger Content zurückgehalten worden. Und warum mache ich das Ganze jetzt und nicht erst dann, wenn wirklich aller Content rausgehauen ist? Ganz einfach. Das nächste Update wurde bereits geleakt. Aber von wem denn diesmal? Ich habe heute einen neuen Leaker sozusagen im Gepäck, den wir noch nicht auf meinem Kanal besprochen haben, und zwar Legit Leaks. Dieser hat vor einiger Zeit was gepostet und das zeigt eigentlich, dass er ziemlich zuverlässig ist. Im Mai hat er nämlich 3 Posts rausgehauen, welche Dinge vom Gunrunning und Smuggler's Run DLC vorhergesagt haben. Dort hatte er zum Beispiel gepostet: "So, how will you be customizing your jets in GTA Online this summer? Putting final touches on the hangar interior." Und zu dem Zeitpunkt, wo er das Ganze gepostet hatte, gab es noch überhaupt keine Hangars und es gab kein Smuggler's Run DLC in GTA Online. Somit hatte er da schon Bescheid gesagt, beziehungsweise Bescheid gewusst, dass wir eben solche neuen Optionen bekommen, dass wir eben Flugzeuge, Helikopter und so weiter tunen, beziehungsweise halt anpassen können. Okay, dann hätten wir jetzt eigentlich schon mal geklärt, dass diese Quelle auf jeden Fall zuverlässig ist und das ist wichtig zu wissen. Wollt ihr noch ein anderes Beispiel? Er hat doch gepostet: "Hashtag Gunrunning, Hashtag GTA Online. Also prepare your e-wallets as the hangar and jet customizations won't be cheap." Und auch das hat er schon gepostet, als noch nicht die Rede von einem Smuggler's Run DLC mit Hangars war. Somit hat er auch hier schon vorhergesagt, dass wir eben die Hangars bekommen werden und das hatte damals noch keiner vermutet. Okay, dann hätten wir das jetzt schon mal geklärt. Am 14. Dezember hat er dann aber noch ein Bild von einer Brücke und von einem Springbrunnen gepostet. Es hatte kein Mensch irgendeine Ahnung, was das sein soll und was es sich damit auf sich hat. Ein paar Tage später dann hat er noch ein drittes Bild rausgehauen. Hier sehen wir einen Mann mit einer britischen Flagge um sich gebunden oder halt einen Rock im Britenflaggen-Look, wenn man das so sagen kann. Am 18. Dezember dann hat er noch ein viertes Bild veröffentlicht. Dieser zeigt eine Flasche mit amerikanischem Wodka. Jetzt haben einige Leute in der GTA-Szene bzw. halt seiner Follower nachgedacht und eben über die Lösung gerätselt, was das Ganze denn sein könnte. Sie haben ihn dann darauf angeschrieben und hat jedes Mal gesagt, keine Ahnung, was wollt ihr, was weiß ich. Auf jeden Fall hat er dann noch einen Post rausgehauen, bei dem er dann nochmal das Ganze auflöst bzw. erklärt. Am 19. Dezember hat er nämlich dann noch einen Post rausgehauen, welchen ihr gerade auch sehen könnt. Der erste Teil des Posts ist ja eigentlich nicht so wichtig, aber der zweite Teil. Hier schreibt er nämlich: "I confirmed it was about the Roach Russian becoming American. In Klammern Wodka, portrayed by Scottish, in Klammern killed, actor Sean Connery, born in Fountain Bridge, in the Hunt of Red October." Okay, das klingt ja eigentlich jetzt schon mal ziemlich interessant. Wer es nicht weiß, The Hunt of Red October heißt erstmal übersetzt die Jagd auf den Roten Oktober. Dabei handelt es sich um einen Kriegsfilm, welcher eben von dem Roten Oktober handelt. Das ist der Name von einem damals sehr bekannten oder sehr guten, wichtigen U-Boot im Zweiten Weltkrieg. Außerdem erklärt Legit Leaks hier nochmal, der Wodka, den er gepostet hat, steht eben für die Beziehung zwischen der USA und Russland. Dann der britische Rock stand dann eben für den Hauptdarsteller Sean Connery, welcher eben auch ein Engländer ist. Aber was das Ganze mit dem Springbrunnen zu tun hat, kann ich euch nicht sagen. Jedoch gehe ich davon aus, dass das Ganze sich hierbei einfach um einen kleinen Leak bzw. einen kleinen Hinweis auf Wasser handelt. Ich glaube, es ist jetzt nicht ziemlich schwer darauf zu kommen, was uns Legit Leaks sagen möchte. Er möchte, so wie ich das jetzt Ganze verstehe, auf ein wasserbasiertes DLC hinweisen. Also das sogenannte Piraten-DLC, welches schon von vielen Personen in der Community für 2017 bereits erwartet wurde. Viele Leaker, YouTuber und Spieler in der GTA-Szene haben das Piraten-DLC eigentlich anstelle des Doomsday Heist DLCs erwartet, doch es kam nicht. Das hat dann viele in der GTA-Szene erstmal verunsichert bzw. verwundert. Ich glaube, wir sind uns einig, dass Legit Leaks auf ein Piraten-DLC hinweisen möchte. Aber dass er das sagt, ist nicht der einzige Grund, wieso ich davon ausgehe, dass wir eben ein Piraten-DLC oder sowas in der Art erhalten werden. Der erste Grund, der noch dafür spricht, ist folgender. Wir haben im Sommer Gunrunning und Smuggler's Run erhalten.
Bei beiden DLCs mussten wir sozusagen schmuggeln, mit irgendwelchen Inhalten durch die Gegend fahren und Sachen also finden und die dann wieder verkaufen, um eben Geld zu machen. Gunrunning war eben auf dem Land, dort sind wir mit Autos und so weiter durch die Gegend gefahren und Smugglers Run hat sich dann eher auf die Luft bezogen, da sind wir dann mit Flugzeugen durch die Gegend geflogen und so weiter und so fort. Und der zweite Grund, der noch dafür spricht, ist, dass wir bisher in GTA Online noch kein DLC erhalten, was sich wirklich auf das Wasser bezogen hat. Das einzige, was so ein bisschen in die Richtung ging, war damals das DLC mit den Yachten, aber auch das war ja eher so für die teuren Sachen und so weiter, deswegen kam Yacht und nicht, weil jetzt irgendwie der Bezug zum Wasser hergestellt werden sollte. Und die Unterwasserwelt in GTA ist so detailliert dargestellt und ausgebildet, dass es eigentlich ein Jammer wäre, wenn wir diese nicht weiter erforschen könnten, beziehungsweise uns die nicht genauer anschauen könnten. Also bis hierhin nochmal kurz zusammengefasst. Wir haben einen Leaker mit dem Namen Legit Leaks. Dieser muss bei Rockstar arbeiten, denn ansonsten hätte er nicht solche Informationen, die er uns gegeben hat. Seine Infos haben in der Vergangenheit schon öfters gestimmt, daher können wir ziemlich sicher davon ausgehen, dass er auch diesmal recht hat. Nun gibt er uns sehr, sehr viele Anhaltspunkte dafür, dass wir eben bald ein wasserbasiertes DLC erhalten könnten bzw. erhalten werden. Ein Wasser-DLC, welches vom Aufbau her recht ähnlich wie das Gunrunning-DLC ist, wird immer wahrscheinlicher. Aber das ist doch nicht alles. Legit Leaks postet dazu noch ein weiteres Bild, auf diesem ist ein Mann zu sehen. Wisst ihr, wer das ist? Nein? Ich auch nicht. Also ballern wir das Ganze doch mal einfach in die Bildersuche eines großen US-amerikanischen Konzerns und schauen mal, was dabei rauskommt. Es handelt sich bei diesem Mann um Thomas Hunter. Er ist auch ein Schauspieler und das Interessante dabei ist, dass er in einem Film mitgewirkt hat, wo er der Kapitän eines Flugzeugträgers ist. Und der Film heißt The Final Countdown. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den ganzen Film kennt. Ich habe davon noch nie gehört, glaube ich. Ich denke auf jeden Fall, dass wenn man das Cover von diesem Film sieht, ganz klar sieht, dass der Schwerpunkt bei diesem Film eben auf das Wasser liegt, beziehungsweise halt einfach aufs Wasser bezogen ist. Dass Legit Leaks bei seinen Tweets zuverlässig ist, haben wir ja schon geklärt. Aber heißt das denn jetzt, dass wir eben bei dem neuen DLC einen Flugzeugträger erhalten werden? Also beziehungsweise wir haben ja schon einen. Aber glaubt ihr, dass wir diesen kaufen, beziehungsweise geschweige denn sogar fahren können? Ich denke, ja, das meint er. Aber wieso? Jeder, der sich vorher sein Twitter-Profil angeschaut hat oder sich ein bisschen mit dem Thema befasst hat, weiß auf jeden Fall, dass eben er auf dem Wasser-DLC raus möchte. Er braucht nicht extra dazu, noch ein weiteres Bild hochzuladen. Und wenn er dann noch ein weiteres Bild hochlädt, dann möchte er nicht nochmal auf die gleiche Sache raus, die ja so oder so klar ist, sondern er möchte einen weiteren Hinweis geben. Es war einfach schon vorher klar. Das bedeutet, ich denke auf jeden Fall, dass es das bedeutet, dass wir eben auf dem Flugzeugträger zum Beispiel, ach was weiß ich, eine neue Basis bekommen, diesen auf jeden Fall kaufen können. Oh mein Gott. Es heißt, dass wir also beim nächsten DLC wie ein Smugglers Run DLC erhalten werden, bei dem dann der Flugzeugträger im Mittelpunkt steht und bei dem wir dann weitere Waren auf dem Wasser oder unter Wasser schmuggeln sollen? Stellt euch das mal vor. Dass ihr einfach einen Flugzeugträger kaufen könnt, bei dem ihr dann einfach eure Einrichtungen aktualisieren könnt, bei dem ihr euch verschanzen könnt, mit dem ihr gegen die Polizei kämpfen könnt. Oh mein Gott, Leute, wie krass wäre das? Ich fände es auf jeden Fall mega cool. Ich könnte mir außerdem sehr, sehr gut vorstellen, dass wir jedoch den Flugzeugträger oder die Yacht nur kaufen können, denn sonst wäre die Map bzw. das Wasser auf der Map ziemlich überfüllt mit irgendwelchen großen Fahrzeugen. Denn ihr kennt ja schon alle den Flugzeugträger aus dem Heist-DLC und da wisst ihr auch, wie groß das Ding einfach ist und wenn ihr davon irgendwie 30 Stück in der Lobby stehen habt, dann wird es langsam ein bisschen kuschelig und eng. Dass wir damit rumfahren können, glaube ich jetzt persönlich weniger. Ich glaube, dass er wirklich nur als eine Basis fungiert. Was natürlich auch sein könnte, ist, dass es sich wie bei dem U-Boot nur so um einen Prop handelt, also wirklich nur um einen Gegenstand, der eben nur in der Mission vorhanden ist, den wir weder fahren können, noch in der Open Lobby irgendwie betreten können, wäre ziemlich traurig, denn so ein Flugzeugträger ist natürlich schon was ganz Geiles. Drücken wir einfach die Daumen und hoffen, dass wir eben den Flugzeugträger dann doch in die Open Lobby jetzt endlich bekommen. Wann das Ganze kommt, habe ich auch schon eine Idee zu, aber ich glaube, das ist ein Thema für ein ganz anderes Video. An der Stelle bin ich jetzt aber auch mal raus, schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr über dieses ganze Thema denkt. Werden wir ein Wasser-DLC erhalten oder nicht? Wird es dort Flugzeugträger geben? Wenn ja, was werden wir mit diesen machen können? Ist auf jeden Fall eine Frage, denke ich mal, die viele interessiert. Schaut euch auf jeden Fall nochmal mein letztes Video an. Da habe ich einen kleinen Jahresrückblick gegeben zum Jahr 2017. Ist echt ganz nice geworden und ist auf jeden Fall sehr interessant.
Wenn euch dieses Video hier gefallen haben sollte, dann würde ich mich auf jeden Fall an der Stelle mal über ein Like und ein Abo freuen. Dann verpasst du auf jeden Fall nichts mehr rund um GTA 5 und GTA 5 Online. An der Stelle bin ich jetzt raus und für alle Leute, die auf jeden Fall jetzt wieder rumheulen, dass das Video 10 Minuten geht, heul doch, das Ganze ist Zufall und ist nicht gestreckt oder sowas. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall nur noch einen hammergeilen Tag. Das Hashtag voll ist auf jeden Fall Hashtag Flugzeugträger. Haut rein, habt noch einen hammergeilen Tag. Bis bald und Peace!